Und ich nutze gleich die Gelegenheit, die Mini Plus durchzuschauen. So, ich hole mal die leere Kiste noch rüber mit dem Brutwaben. So, dann gucken wir mal rein. Ich kann die auch mal anheben. Ja, oh, die sind schwer, die sitzen voll mit Futter. Jetzt braucht ihr noch meinen Stockmeißel, der liegt noch da drüben. So, hier ist er. Und dann schauen wir mal jetzt. Wie gesagt, das war eine Mini Plus, die hatte ich geschröpft. Ja, voll mit Futter. Also bei denen sieht es total gut aus, die brauchen nichts mehr. Die haben auch nichts mehr abgenommen hier. Und das ist eine Mittelwand von Anfang September. Voll ausgebaut. So, dann schauen wir mal noch rein. Jetzt muss ich mal gucken, welche Königin das ist. Das schreibe ich mir immer hinten auf der Kiste. Das ist unsere Nummer 14. So, die zweite Zarge, schauen wir mal rein. Futter. Hier unten etwas Brut. Auf der nächsten Farbe schon mehr Brut gesehen hier. Ja, hier schon eigentlich noch ein größeres Brutnest. Sehr schön. Okay, brauche ich auch nicht weiter gucken in der Zarge. Nehmen wir die auch mal runter. So, das ist die. Die untere Zarge. Sieht man sie? Also die haben viel zu viel Futter drin hier. Das ist das Problem, die sind überfüttert. Aber hier unten haben sie Pollen. Also oben die Zargen sind voll mit Futter. Ich mache jetzt Folgendes, ich nehme die Zarge, die ich bei den anderen Volk rausgenommen habe, und setze die jetzt als zweite oben auf, weil da ja Brut drin ist.
eigentlich noch eine Futterzarge daneben. So, darauf setze ich jetzt die Zarge, die als zweite da war. Hänge hier jetzt von der obersten Zarge. Das mache ich jetzt bloß, damit die Zargen komplett voll sind. Und obendrauf wieder die oberste Zarge mit dem vielen Futter drin. So, da müsste ich jetzt noch ein Rähmchen reinhängen. Hole ich mir jetzt noch, dass die voll sind. Aber wir machen erstmal den Deckel drauf, dass hier keine Räuberei aufkommt. Ja, leider ist hier mein Mikro ausgefallen und ich werde diesen Teil jetzt mal nachvertonen. So, die obere Zarge, die war ja voll mit Futter. Ich habe jetzt ein ausgebautes Leerrahmchen geholt und das hänge ich jetzt in die Mitte von der Zarge. Ja, außerdem steht die Zarge verkehrt rum, die muss ich nochmal drehen. So, da drehe ich die einfach nochmal um, dass die Waben dann auch übereinander stehen. Ja, diese Mini Plus ist jetzt vierzargig und da sie sehr viel Futter haben, werde ich hier bei gegebener Zeit nochmal ein paar Waben rausnehmen. Die haben einfach zu viel Futter, durch Leerwaben dann ersetzen, dass sie einen guten Wintersitz haben und ich das Volk dann dreizargig überwintere. So, machen wir das Volk erstmal zu. Das sieht gut aus. Wie gesagt, ich nehme noch ein paar Futterwaben raus und werde das dann dreizagig überwintern, das Volk. Ich gucke dann nochmal in die Mini Plus nebenan, wie es da aussieht. Aber ich schätze auch, die haben genügend Futter. So, das ist die nächste Mini Plus. Ihr könnt ja, meine Mini Plus sitzen alle auf drei Zargen und ich schaue hier jetzt bloß mal rein, wie es mit dem Futtervorrat aussieht, aber ich denke mal, die dürften auch genug haben. Schwer genug sind sie. Ja. Ja, ziehen wir mal eine Wabe raus. Ich denke mal, die wird auch voll mit Futter sein. Im oberen Teil. Ja, schwere Wabe. Von oben bis unten mit Futter. Wie gesagt, die haben ja im September noch Mittelwände bekommen und die haben sie auch schön ausgebaut und ihr Wintervorrat darin eingelagert. Ja, das reicht auch schon mit der Durchsicht. Mehr wollte ich nicht wissen, ob sie genug Futter haben. Und das sieht bei dem Mini Plus eben gut aus. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.